Meine Damen und Herren, einige Worte zum Jugendstil-Netzwerk allgemein. Das Netzwerk bedeutender Jugendstilstädte, das Réseau Art Niveau Network, wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, Jugendstil-Kulturdenkmäler zu bewahren und bekannt zu machen. Die Städte, und darauf sind wir alle sehr stolz, arbeiten eng zusammen. Im letzten Jahr war die französische Stadt Nancy Festivalpartner. Im Jahr davor konnten Gäste aus dem italienischen Varese in Bad Nauheim begrüßt werden. 2009 steht die Partnerstadt Barcelona, Hauptstadt der spanischen Provinz Kataloniens, im Mittelpunkt des vierten Jugendstilfestivals unserer Stadt. Der diesjährige Festivalpartner ist ebenso wie Bad Nauheim Mitglied im Réseau Art Nouveau Network, einem Zusammenschluss von 19 europäischen Städten mit bedeutenden Jugendstilanlagen. Während Barcelona bereits gestern zum traditionellen Weinfest hier im Sprudelhof, leider auch bei Regen, seine kulinarische Vielfalt präsentiert hat, beleuchten hochkarätige Referenten im Rahmen des Barcelona Festivals heute Abend um 19 Uhr im Badehaus 7 das einzigartige Kulturerbe Kataloniens. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jugendstilfestival 2009 steht unter dem Motto Sport und Gesundheit. Ich freue mich auch, dass wir eine Schirmherrin gewonnen haben, die international bekannt ist. Es ist Frau Martina Fischer, die bedauerlicherweise heute aus familiären Gründen hier nicht anwesend sein kann. Wir, Bad Nauheim Touristik und Information mit ihrer Geschäftsführerin, die neben mir steht, hat es verstanden, zusammen mit dem Jugendstilverein und anderen, die hier mitwirken, in ihrem ehrenamtlichen Engagement, dass wir 80 Programmpunkte im Laufe der nächsten 8 Tage hier Ihnen präsentieren werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dieses tolle Angebot wahrnehmen könnten, damit sich die Stadt Bad Nauheim mit seinem Jugendstil eines der bedeutendsten und wichtigsten Standbeine unserer Stadt auch nach außen so darstellen könnte und eben auch diese Unterstützung von Ihnen bekommen würde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich jedenfalls darf hiermit zunächst einmal das Wort an unseren Sportdezernenten. Sie wissen ja, Sport, Gesundheit, an unseren Sportdezernenten übergeben, der von seiner Seite aus ein bisschen was zu den sportlichen Aktivitäten anlässlich dieses Festivals sagen wird. Ich bitte Herrn ersten Stadtrat Armin Häuser. Ja, sehr geehrter Herr Stadtpfortenvorsteher Professor Feierabend, sehr geehrter Bürgermeister Witzel, liebe Gäste aus Barcelona, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich hier zum Jugendstilfestival begrüßen und freue mich, dass das Motto der Jugendstil bewegt Bad Nauheim so viele auf die Beine gebracht hat. Ganz besonders freue ich mich natürlich über diejenigen, die hier auch im Jugendstilgewand gekommen sind und diese Veranstaltung sicherlich erheblich aufwerten. Ja, der deutsche Theologe Hans von Keller hat mal gesagt, Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes, also der Boden, auf dem wir stehen und bauen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diese Geschichte stellen, der Zeit des Jugendstils, die Bad Nauheim besonders geprägt hat, die Bad Nauheim unverwechselbar in der Region und darüber hinaus macht, liebenswert und ein besonderes Kleinod in Hessen und darüber hinaus. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung vonstatten gehen kann, bei den Organisationen, bei den Vereinen, auch beim Jugendstilverein ganz besonders, bei Frau Timon. Und freue mich natürlich, dass trotz der Baumaßnahmen, ich muss mich beeilen, sonst fängt es an zu regnen, dass trotz der Baumaßnahmen es möglich ist, die Ruderregatta stattfinden zu lassen. Wir haben heute Morgen nochmal dafür gesorgt, dass genügend Wasser im Teich ist. Das war von uns so bestellt. Aber was jetzt an Regen kommt, ist nicht mit uns abgesprochen. Und dafür tragen wir jetzt auch keine Verantwortung. Also, ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß, viel Vergnügen. Flanieren Sie hier am Teichhaus und in der Stadt und genießen Sie Bad Nauheim.
nicht nur zur Zeit des Jugendstilfestivals eine Reise wert, aber da ganz besonders. In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung alles Gute, viel Erfolg und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Alcalde, regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes d'aquesta vila. En primer lloc, vull agrair-los que en la sisena edició d'aquest festival hagin convidat la ciutat de Barcelona, perquè aquest és un festival que és conegut i important a nivell d'Europa. Herr Bürgermeister, liebe Bürger von Bad Nauheim, zunächst möchte ich mich bedanken für diese Einladung, dass wir hier zu diesem wunderschönen Jugendstil-Festival nach Bad Nauheim kommen können. Nosaltres, en la ciutat de Barcelona, ens prenem el modernisme molt seriosament, tant a nivell de patrimoni arquitectònic com a patrimoni cultural, com d'arts decoratives, com també de turisme. I ens agrada molt poder estar en ciutats que, com la seva, també s'ho prenen molt seriosament, fan festivals i, a més, tenen una caracterització inigualable. Wir in Barcelona nehmen den Jugendstil sehr ernst, sowohl in Bezug auf was die Erhaltung wertvoller Kulturdenkmäler, wie auch in Bezug auf den Tourismus, wie auch insgesamt auf das ganze Stadtbild von Barcelona. Und wir sind immer sehr froh und sehr motiviert, wenn wir in so einer Stadt, die ein Gegenpart bieten kann zu unserem Jugendstil in Barcelona, wie zum Beispiel der Stadt Bad Nauheim, präsent sein können, besonders wenn wir sogar die kostümierten Personen hier sehen können. Nosaltres pensem que el modernisme és com una metàfora de la construcció d'Europa. Era un moviment a nivell europeu que prenia diferents noms en segons quins països, però cadascú el desenvolupava a partir dels seus propis artesans, els seus propis arquitectes, els seus propis decoradors. I crec que aquesta imatge, en la qual hi ha un projecte comú, però cadascú el desenvolupa a partir de les seves característiques, és el que realment pot fer que nosaltres estiguem avui aquí i puguem donar suport a un projecte que estem segurs que torna a col·locar la seva ciutat en el molt important lloc que va ocupar durant el període modernista. Für uns ist der Modernismus wie ein gemeinsames europäisches Projekt. In ganz Europa hat diese Strömung, diese Stilströmung die Menschen bewegt und in jedem Ort hat sie eine jeweils individuelle andere Ausprägung gefunden. In Barcelona anders als in Deutschland und in Bad Nauheim. Und das ist auch, was es jetzt für uns so schön macht, dass wir bei diesem Jugendstil, der so ein gemeinsames europäisches Projekt war, auch hier wieder die Verbindungen schließen, neu stärken können, wie zwischen Barcelona und Bad Nauheim. Des de Barcelona, el quilòmetre zero de la ruta europea del modernisme, donem moltes gràcies al seu alcalde i moltes gràcies als organitzadors d'aquest festival per haver-nos convidat. Von Barcelona aus sozusagen dem Null-Kilometer-Stand des europäischen Modernismus und Jugendstils bedanken wir uns ganz herzlich bei dem Bürgermeister von Bad Nauheim und bei allen Ihnen, dass wir hier zu Ihnen kommen konnten. Nochmal ganz herzlichen Dank für die netten Worte, Herr Bürgermeister, Kollege. Man hat schon gemerkt an seiner Sprache, da kommt das spanische Temperament durch. Und ich freue mich insbesondere über Ihre netten Worte und vor allen Dingen, dass Sie hier auch noch ganz eindeutig darstellen und darauf verweisen, auf die sehr enge Verbindung unserer Städte Bad Nauheim und Barcelona. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Portabella.